Willkommen hier in der Formel 1 aus Silverstone. Unser Motor heute ist ein bisschen angeschlagen, aber ich verspreche euch, heute wird es ein unfassbar gutes Rennen geben, eine mega Renn-Action, und vor allem müssen wir heute uns den Platz richtig erkämpfen. Aber jetzt geht es natürlich mal, wie immer, gesittet dazu. Hier gucken wir uns mal Silverstone genau an. 5,8 Kilometer, 18 Kurven und zwei DRS-Zonen und vermutlich auch eine der geschichtsträchtigsten Strecken überhaupt. Gerade auch Cobb's Corner, die S's selbst und eigentlich jede Kurve, sogar die Geraden hier, die Hamilton Straight, die Wellington Straight und so weiter, sind legendär. Los geht's hier auf einer Runde in Silverstone. Erste Kurve geht full und darf ja gewinnen wir eigentlich auch. Gerade im ersten Sektor ist unser Auto sehr, sehr stabil. Schaut gerne auf Instagram vorbei, @t_gaming. Auch gerne auf meinem TikTok-Account, @it_tobi. Da sind wir 12.000 Abonnenten. Würde mich extrem freuen, falls ihr da gerne vorbeischauen würdet. Links mal unten in der Bio. Und wie gesagt, aus der ersten Kurve raus kommen wir als Erster raus. Wir fahren immer noch in der gleichen Schwierigkeit. Ich weiß natürlich auch, dass diese Woche ein Patch gekommen ist, dass das Ganze ein bisschen vereinfacht worden ist. Und wir werden das auch in den nächsten Rennen mal testen, ein bisschen schwieriger drehen und mal gucken. Und hier auch aus der Kurve raus, da bin ich ehrlich gesagt nie so richtig. Gerade unser Kurven-Exit-Speed, den ich natürlich auch verursache, aber auch gerade der ist vom Auto echt sehr mau. Cobb's Corner werden wir safe ein bisschen was verlieren. Hier muss ich nämlich lupfen, um die Track-Limits halbwegs einzuhalten. Ihr habt es euch gesehen, ich war ein bisschen drüber, aber gerade die S's hier, da können wir eigentlich die ganze Zeit mithalten. Nur diese zwei Kurven hier, die ich eigentlich eh normal fahre und... Ja, hier haben wir, da verliere ich immer, in jeder Session habe ich hier mindestens eine halbe Sekunde auf die KI verloren und das ist auch das Problem, was ich so habe. Unser Speed auf der Geraden ist jetzt nicht so da, aber auch gerade in manchen mittelschnellen Kurven ist unser Auto noch nicht ganz da, aber dennoch finde ich es toll, dass der Aufschwung auf jeden Fall zu sehen ist. Und der letzte Kurve raus, ja, hier noch ist es der 8. Platz. Ein bisschen enttäuschend, wenn man die ersten zwei Sektoren lila hat, dann doch nur 8. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startet das heutige Rennen von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Hamilton, Norris, Charles Leclerc, und Perez, Sainz, der Wissenschaftler, Ricardo und Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Gasly, Mick Schumacher und Vettel, Tsunoda, Ocon, Alexander Albon und Lance Stroll, Magnussen, Joe, Latifi und Liam Lawson. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Das habt ihr toll gesagt und wir sind hier in der Startaufstellung und sind sehr schnell geht's dahin. Auch jetzt natürlich, dass wir es ein bisschen enttäuschen, dass wir von den Top-Teams der drei geschlagen worden sind. Aber auch von Lando Norris, den ich ehrlich gesagt auch als unsere Konkurrenz gesehen habe. Jetzt geht's hier mal los, natürlich auch ein bisschen den Motor geschuldet. Der hat 70% und der wird natürlich auch jetzt hochgehen. Wir werden nach dem Rennen vor Spielberg, oh mein Gott. In der ersten Kurve geht's richtig ab hier. Keine Ahnung, was Perez da, ich glaube der, ja... Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Ich war innen. Versteht ihr, was ich meine? Und hier, Lorry, ich will hier nur nicht keine Berührung oder so. Und gelbe Flagge hinten. Wir waren dann nicht beteiligt. Wir kommen besser raus als Lando Norris. Aber natürlich ist er noch neben uns jetzt. Der Exit. Jetzt haben wir es geschafft. Ich denke mal, weiter nach vorne wird es nicht mehr gehen. Hamilton, Verstappen und so weiter. Die werden wir nicht holen. Und ich denke mal auch nicht, dass wir Charles Leclerc und auch Checo Perez lang. Ja, Perez eventuell, aber Verstappen. Ah, der ist eh vor uns, okay. Russell ist von der Pole gestartet, konnte die auch halten. Hamilton hechelt da noch ein bisschen Verstappen hinterher, oder? Vielleicht doch Verstappen gegen George Russell. Jetzt auf jeden Fall mal konstellationsmäßig wäre es ähnlich, ein ähnliches Podium wie in Ungarn, in der wirklichen Formel 1. Aber hier kommen wir mal ein bisschen besser, ja, gerade hier. Jetzt guck mal oben, wir haben jetzt 6 Zehntel. Und hier kann ich nicht zu früh aufs Gas gehen. Ihr habt es gesehen, jetzt bin ich ein bisschen früher rauf, ist direkt das Heck gekommen. Und da, ja, jetzt haben wir nur mal eine Zehntel verloren. Jetzt sogar beim Exit gewonnen, natürlich, weil der auch fightet mit Leclerc. Und es ist, oh, der guckt euch mal das Loch an. Zwischen dem AlphaTauri und da unten links auf der Minimap, also links halt auf der Minimap, da ist ein riesen Loch, hat sich da entwickelt. Da dürfte ein Crash oder so gewesen sein. Ich habe es leider nicht gesehen, oder ja, man hat es nur kurz mit Gelb und Ricardo dürfte da involviert gewesen sein.
weil der jetzt durchgereicht wird auf jeden Fall. Wir gucken uns hier den Start nochmal an, vielleicht können wir irgendwas sehen, was da los war. Unser Teamkollege Liam Lawson ganz hinten links, wusste nicht so recht, wo er sich hin positionieren soll, ist dann ganz links gegangen, war nicht so dumm, muss man sagen. Und da hinten ist eigentlich nichts passiert, es war kurz gelb, aber ja, eigentlich okay, also da sieht man auch nicht viel, außer dass wir uns da hier richtig ein bisschen an Lando Norris vorbei schlingeln, zuerst rechts außen und dann, zuerst links innen, rechts innen und dann links außen. Und hier ist die letzte Kurve raus und wie zu erwarten hat Charles Leclerc natürlich Lando Norris überholt und ist jetzt auch nun schon dran. Sein Speed ist doch ein bisschen, nur so ein ganz kleines bisschen, schneller wie unser Auto. Ich probiere natürlich alles, was in meiner Macht stehende und natürlich legale ist, ihn hinten zu halten. Aber ich denke mal, es wird ähnlich wie in Aserbaidschan sein. Wir werden zwar, ja nicht kampflos, aber vermutlich schon mit sehr stumpfen Waffen. Jetzt hat es auch kurz so ausgesehen, ein, zwei Runden, als ob ich mit der Spitze mithalten könnte. Also der Abstand ist immer 1,4 geblieben, aber jetzt sind es leider eingebrochen, Ende der dritten Runde. Nachdem sowieso nur 13 Runden sind, dachte ich mir, wir probieren strategisch mal ein bisschen was aus. Wir gehen früher rein, also früher, wir gehen schon in der dritten oder ja Anfang vierte rein, holen uns gelb, obwohl ich die weißen immer noch bevorzuge im Game. Ich weiß nicht warum, die sind meiner Meinung nach, halten länger aus und vom Pace-Unterschied zum weißen, zwischen weiß und gelb finde ich da jetzt auch nicht, ist so ein großer Unterschied. Die Lebensdauer ist halt der größte Unterschied und deswegen bevorzuge ich eigentlich immer die weißen bei 50% Rennen. Aber das nächste 50% Rennen wird unsere Mega-Season sein, am Wochenende des Belgien Grand Prix. Ich bin da sehr gehypt drauf und da sehen wir auch, Ricardo war auf jeden Fall irgendwie involviert in der Startcrash, weil der ist nicht von 21 gestartet. Das kann mir keiner erzählen und in der Box war er auch noch nicht. Also wir kämpfen da hinten, sind nur 8 Sekunden von Daniel Ricciardo weg und auch nur 10 von unseren Teamkollegen. Also jetzt heißt es natürlich mal die Reifen aufwärmen, die brauchen ein paar Kurven und dann natürlich systematisch die Pace anziehen, um dann vorne mitzuhalten. Hier ist Daniel Ricciardo und der ist richtig, richtig langsam unterwegs. Also im Vergleich, ich meine unsere Reifen sind jetzt ein bisschen besser noch, aber im Vergleich zu Lando Norris ist der richtig langsam. Der war noch nicht in der Box, nein. Ja, guck dich das mal an und jetzt, keine Ahnung, mitten in der Kurve zieht er ganz links rüber. Ich habe ihn nicht mehr berührt. Ich bin zwar aufs Gras rechts gekommen, aber wir haben ihn da nicht berührt. Und ja, oh, da gibt es eine Verwarnung. Ja, diese vorletzte Kurve, die auch Perez da so geschnitten hat, ist ein bisschen heimtückisch. Weil wenn du da ein bisschen mehr über den Körper drüber fährst, gewinnst du locker 2-3 Zehntel am Vordermann. Und jetzt, okay. Die ersten waren in der Box. Wir konnten Valtteri Bottas bekommen. Keine Ahnung, why der jetzt in der Box war. War aber anscheinend auch in den Top 10. Ist jetzt auf dem letzten Platz mit nur 3 Sekunden Rückstand. Liam Lawson ist jetzt mit 6,6 Sekunden vor uns. Ich glaube nicht, dass wir den bekommen werden. Der wird jetzt in die Box abbiegen. Ist er jetzt auch. Und jetzt ist auch die halbe Spitze an der Box. Wo kommen wir raus? Wo stehen wir? Hat das Ganze Früchte getragen oder nicht? Gucken wir uns das an. Das Spannendste des Rennens. Hier den Körper mal voll mitnehmen. Und beim Rausbeschleunigen hat nichts gereicht. Charles Leclerc, 3 Sekunden. Lewis Hamilton, 4 Sekunden. Ja, okay. Sagen wir 2,8 und 3,1. Halleluja. Das ist wohl in die Hose gegangen. Leclerc hat einen Overcut gemacht oder ja, mein Undercut hat versagt. Je nachdem, wie man es sagen will. Es war auf jeden Fall eine Scheißstrategie. Aber wir können natürlich noch probieren, hier alles zu machen. Wir sind, ja, Hamilton und Leclerc fighten, das hilft uns natürlich ein bisschen. Aber ich denke mal nicht, dass wir an denen vorbeikommen werden. Jetzt wird es noch interessanter. George Russell, Checo Perez und, ich glaube, das ist auch Carlos Sainz Jr. sind in der Box. Die sind alle irgendwie unsere Rivalen, so diese Wasserträger, Zweitfahrer, whatever, die nicht gerade die perfekte Pace haben. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wir kommen hinter Perez raus. Das war natürlich jetzt super optimal, auch hinter Lando Norris. Perez fährt hier eine komische Linie, dachte wahrscheinlich nicht, dass wir den angreifen werden. Hier stechen wir rein. Das war kein Outbreaken oder so. Das war ein ganz normales Reinstechen und das hat natürlich Früchte getragen, weil auch Lando Norris noch kältere Reifen hat. Hier sind wir jetzt auch an Carlos Sainz Jr. dran. Der Depp hat sich weiße Reifen geholt. Wie kann man denn so blöde Reifen holen?
aber auch unsere Reifen sind enttäuschend schnell abgenutzt. Guckt euch das mal an. Außen kann ich den Ferrari überholen. Okay, da habe ich ein bisschen wenig Platz gelassen, aber ist noch alles gut gegangen. Außen kann ich einen Ferrari überholen, wenn der weiß hat und ich gelb. Also, ja, aber das Problem ist, dass natürlich meine Reifen jetzt richtig abgelutscht sind. Die anderen frische Reifen drauf haben und meine Pace ohnehin jetzt nicht so gut ist. Aber, ja, das wird natürlich jetzt, ja, der Job des zukünftigen TG Racing Teams werden. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Hier mal die Replay, Runde Nummer 8. Da kommen wir aus der Box raus. Da sehen wir auch Checo Perez, Lando Norris und Carlos Sainz Jr. rauskommen. Perez war der Schmufste, der ist eigentlich am einfachsten gegangen, weil der noch die komplett kalten hatte. Auch Lando Norris hier keine Berührung. Nur, dass ich den Körper dumm erwischt habe, hat mir den Exit ein bisschen versaut. Aber ich denke mal auch gegen Carlos Sainz Jr. Hier, guckt uns das mal an. Wir haben hier uns dran gesagt, einmal hier kurz rübergezogen, sonst wäre Norris wieder gekommen. Der auch ein richtig gutes Rennen heute fährt. Gerade die Engländer fällen mir auf. Fahren echt ein sehr starkes Rennen. Da habe ich ein bisschen zu früh zugemacht. Ja, da gab es den rechten Hinterrad, linken Vorderrad Berührung. Wir sind in der 10. Runde und konnten uns hier noch vor Perez halten, aber der Angriff, der wird auf jeden Fall kommen. Wir dürfen das. Oh mein Gott, hier machen wir den Verstappen-Move. Es tut mir so leid, es ist so illegal, vor dem Auto zu kreuzen. Einmal darf man es, I know it. Und innen lassen wir ihn auch genug Platz zu atmen, nur nicht zu viel, dass er sich hier wohlfühlt. Außen, Alter, guckt euch mal die Pace an von dem Red Bull. Und ja, jetzt muss er endlich zurückstecken. Gott sei Dank, es sind noch 3 Runden und die werden richtig hart gegen den Checo Perez und Lando Norris. Die, ja, jetzt natürlich ohnehin den Motorvorteil haben, aber auch noch den Reifenvorteil. Und das wird schwierig, auf jeden Fall sehr schwierig, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir wissen, wo unsere Stärke liegt und die ist eindeutig im ersten Sektor. Der Exit war grauenhaft, aber es reicht, weil Lando Norris nur hinter uns ist. Sein Motor ist zwar auch stark, aber wir fahren hier eine Asi-Linie. Er probiert zwar links hier anzugreifen, wir fahren aber genauso weit, dass er nur Platz hat. Hier können wir ganz gut noch dagegen halten, anbremsen in der Mitte genau von der Kurve. Ja, macht zwar einen schlechten Exit, aber das ist sowieso egal, weil auf der Startzielgeraden kann man nicht überholen. Das ist Ende der 11. Runde. Oh mein Gott, einmal wieder hier abdecken. Jetzt wird überall schon versucht. Die beiden sind ein Wahnsinn und das wird bald zum Fünferkampf, wirklich. Also ich sag's, der Bottas und auch da hinten der AlphaTauri, die schließen auch noch auf. Das wird echt eine harte Endphase. Wir sind in der vorletzten Runde hier, aber das ist schon lange nicht gegessen. Wir müssen hier richtig kämpfen. Es ist die, oh mein Gott, Alter, ich hab so Schiss, das wird unnormal hardcore. Jetzt, oh mein Gott, hier Cops Corner, hier richtig weit rausgekommen, die Reifen sind durch. Wir sind in der letzten Runde, Checo Perez ist eine Zehntel hinter uns, Lando Norris 4 Zehntel. Und ich hoffe, dass sich die beiden eigentlich zerfleischen und der Exit muss eigentlich noch okay werden. So, guckt euch das mal an, auch der AlphaTauri-Pilot hat hier aufgeholt, auch Bottas und AlphaTauri haben aufgeholt. Es wird vermutlich die letzte Möglichkeit werden, der Konkurrenz hier zu überholen. Verstappen holen einfach mal so in der letzten Runde, die schnellste Rennrunde, aber ich glaube, es wird reichen. Ich glaube, es reicht, um hier irgendwie uns zu retten. Ob die kompletten Verteidigungsmittel fair waren, frag mich nicht. Aber Verstappen, oh mein Gott, hier habe ich es richtig wieder umverkackt. Verstappen hat es damals auch nicht so einfach gehabt. Und ja, wir wissen alle, was da gegen Perez und mit ihm und Perez los war. Mit ihm und Kimi los war. Die hatten sich auch immer wegen dem Fastlane und der Verteidigungsweise von Perez in die Haare gekriegt. Aber trotzdem, wir haben es hier irgendwie ins Ziel geschafft. Ich habe keinen den Flügel runtergerissen. Es war jetzt nicht immer perfektes Abdecken, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen konnten wir hier richtig überzeugen. Ich freue mich. Das war nicht mal ein Win oder so. Es war nicht mal ein Podium. Es war einfach der fucking 5. Platz. Das war der 4., oder? Ich weiß gar nicht mehr. Es war so eine Aufregung in den ganzen Rennen. Ich wusste zum Schluss nicht mal, um welche Position ich hier so hardcore gefightet habe. Also es war auf jeden Fall hart, aber es war auf jeden Fall richtig, richtig spaßig, was ein echt geniales Rennen war. Wirklich. Ich freue mich extrem, dass wir das geschafft haben. Yes, yes, yes. Verstappen gewinnt, das ist gut für ihn. Auch hier. Und wir haben wirklich das, umgekehrt. Schade. Russell und Hamilton umgedreht und wir hätten genau 1:1 das Podium von Ungarn bekommen. Aber, ja, ist auch so. Schon ein sehr ähnliches Podium gewesen.
Nächstes Mal dann Spielberg, da wird auch wieder Sprint sein in den nächsten Tagen. Montag, Dienstag wird das vermutlich kommen. Wir werden Sprint fahren und vor allem neuen Motor. Also ich erwarte mir da hoffentlich ein Podium, aber ja, wie gesagt, die Pace von uns stimmt halt trotzdem nicht. Ich glaube, dass wir das auch nicht mit einem baugleichen Motor, den wir einfach nur neu reinhauen, bekommen werden. Motortechnisch, ja, sind wir echt noch mau. Es war der 5. Platz, das ist echt gut. 10 Punkte, und vor allem konnten wir uns da gegen Perez und auch gegen, nein, wir fahren eigentlich nur gegen Perez. Verstappen konnten wir uns leider nicht durchsetzen. Aber Sainz ist noch ausgeschieden. Deswegen konnte der da auch nicht mehr so angreifen. Also da gab es anscheinend heute auch nicht das perfekte Ende. Ja, Mercedes holte wieder viele Punkte in der Konstrukteurs-WM, aber die haben wir ohnehin nicht gewonnen. Endposition haben wir gegen, ja, ich weiß nicht, warum wir gegen Russell müssen. Podium natürlich auch nicht bekommen. Ja, das war echt, ich weiß nicht genau, warum vom Lance oder Yay das so ehrenlos ist, dass ich das gegen den Fahrer machen muss. Ich meine, das ist meine erste, nein, das war meine zweite Rivalität, nein, das ist die erste. Es ist die erste Rivalität und das gegen, ja, George Russell. Das ist echt sehr traurig. 10.000 Schaden, ja, war anscheinend doch irgendwo ein kleiner Flügelschaden im Training, Qualifying, vielleicht auch im Rennen. Gemerkt habe ich es nicht, aber anscheinend war da doch was da. 3 Millionen, wir müssen auch sparen, weil wir, ja, nach Österreich oder nach Ungarn oder so, gibt es Vertragsverhandlungen. IT-Tobi, schaut gerne auf TikTok vorbei, auch gerne auf IT-Gaming. Im Hintergrund stelle ich noch ein bisschen was ein, wir können nicht viel einstellen, eine Woche nur zwischen den beiden. Links für alle in der Bio, Montag oder Dienstag kommt das nächste Video. Abonniert den Channel gerne, bis zum nächsten Mal oder später auf TikTok und ciao.